dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Sommer war's, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Herzlich willkommen. Hier ist der Gleichsatzkanal mit der 69. Folge der munteren Philosophentrilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Die ganze Veranstaltung neigt sich dem Ende zu. Die Nummer 324 von 350 ist hier am Start. Wie immer mit Fritz Mautner, dem Gründervater der modernen Sprachkritik, und seinen vernichtenden Urteilen zum traditionellen Sprachgebrauch. Ich zitiere: Das Selbstbewusstsein ist die Kulisse, hinter der die Schauspieler und Statisten schlafen, gähnen, essen oder plappern, um auf ein Stichwort einzeln vorzutreten, sowie der Souffleur oder Inspizient oder die Assoziation es befiehlt. Also, um was geht es hier? Selbstbewusstsein, auch einer der Begriffe, die erst in der jüngsten Vergangenheit zu größerer Popularität gelangt sind. Dieser Begriff ist stellt für Mautner eine Instanz dar, hinter der die jeweiligen Subjekte wie Schauspieler und Statisten schlafen und ihren üblichen aller Welt. Für den Speisenträger ist die Sprache Realität, hier ihr übliches Dasein abspulen, um dann, wenn ein besonderes dieser Wörter da ihre Aufmerksamkeit erregt, dann vorzutreten wie ein Souffleur, wo einem dann etwas vorgeflüstert wird, eingegeben wird, wie es die Assoziation dieses Anknüpfen an Ähnlichkeiten der allerwildesten Art hier befiehlt. Also von einem selbstbestimmten Denken ist da überhaupt keine Spur vorhanden, sondern die Sprache denkt die Menschen sozusagen. Ein vernichtendes Urteil, nicht nur in Bezug auf alle diese Subjekte, die ohne ein Sprachbewusstsein da alle möglichen Begriffe mit allen möglichen Realitäten identifizieren und sich so in einer Scheinwelt eingerichtet haben, in der sie eigentlich gar nichts zu sagen haben, gar nicht als Person, als eigenständige Person in Erscheinung treten. Das ist die Kritik Mautners. Es bewegt sich alles im Scheinbaren, alles dem Anschein nach, und der Schein, in diesem Fall der Harmonie des Alltags, bestimmt das Geschehen. Soweit die Nummer 324. Es geht weiter aus der Abteilung Täuschung, Tricks und andere Betrügereien. Das Ich-Gefühl ist eine Täuschung, ist die Täuschung der Täuschungen. Ist aber das Ich-Gefühl, ist die Individualität eine Lebenstäuschung, dann bebt der Boden, auf welchem wir stehen, und die letzte Hoffnung auf eine Spur von Welterkenntnis bricht zusammen. Also diese Behauptung basiert auf der Vorstellung einer an sich gültigen, allgemeingültigen Realität, und dem ist sofort abzuhelfen, nicht nur mit Sprachkritik, sondern auch mit einer gründlichen Erkenntniskritik. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn diese Spur von Welterkenntnis sowieso nie Thema ist, weil alles an Sprache praktischen Funktionen dient, dann ist dieser große Zusammenbruch, der wird nicht
stattfinden. Der findet dahingehend statt, wenn sich jemand eben auf solche Begriffe wie ein Ich so eingeschworen ist und dementsprechend dann dieses oben genannte Selbstbewusstsein dann über die Maßen gesteigert ist. Man, wie es in Sportskreisen heißt, man über Nacht auf der Boxerzeitung geschlafen hat, dann ist das selbstverständlich oder eben ein Ego wie ein Planet vorhanden ist, dann ist da sicher ein ziemlicher Einschnitt und Sprachkritik konsequent durchgeführt, muss ohne Anleitung dann auch in die Nähe der psychischen Störung führen, weil nicht jeder so ohne weiteres damit zurechtkommt, dass alles, was bisher so gedacht wurde, in Frage gestellt wird. Aber dass das Ich lediglich ein Hilfsbegriff darstellt, dazu bedarf es keiner großen logischen Salti. Das gibt es im Buddhismus. Dort wird in der Regel immer wieder gemahnt, dass das eigene Ich nicht so sehr in den Vordergrund zu rücken. Zumindest sich da keine Realität drunter vorzustellen. Und als praktischer Hilfsbegriff, um Sätze bilden zu können, weil nun mal die Sprache ein Subjekt benötigt und eine Reform der Sprache diesbezüglich wäre zwar wünschenswert, aber ist aussichtslos. Und deshalb wird weiter das Ich gebraucht und von Ich kann die Rede sein, aber nicht im Sinne einer Realität, sondern im Sinne eines Systems, einer Form des Ausdrucks, der Kommunikation, in der es letztlich immer nur darum geht, die Bedeutung, die spezielle Bedeutung von Begriffen zu klären, um sich dann jemand anderem verständlich zu machen. Also, die Hoffnung muss sich nicht unbedingt an Realitäten knüpfen, die nichts als Illusionen sind. Enttäuschungen wird es auf alle Fälle geben, das lässt sich nicht vermeiden, weil in der Regel alle in diesem Kulturkreis aufgewachsenen, erzogenen diese Denkweisen, Sprechweisen verinnerlicht haben und eine Kritik daran davon abhängig ist, inwieweit eine Person in sich gefestigt ist, sich erlauben kann, Selbstkritik zu üben, ohne die schlimmsten Befürchtungen zu hegen. Es ist nicht einfach, aber in einer Welt, in der die Normal-Durchschnittsalltagsmenschen so weit von einem Sprachbewusstsein entfernt sind wie die Ameise vom Mond, ist es umso schwerer, da jemanden zu finden, der über die genügenden Erfahrungen verfügt, um hier die ein oder andere Hilfestellung zu geben und vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber unmöglich ist es nicht. Und jetzt mal im Vertrauen gesagt, genau hier liegt die Zukunft. Alles andere ist dem Untergang geweiht. Das ist gar keine Frage. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis alle diese Illusionen und diese Scheinbarkeiten zusammenbrechen. Und zwar auf breiter Basis. Die Frage ist nur, inwieweit da die Leute mit Verantwortung darauf vorbereitet sind. Das ist die einzige Frage. Und wenn man mich fragt, sehr schlecht darauf vorbereitet. Für mich ist es mittlerweile so, dass ich, wenn über die magischen Kanäle da jemand anhebt,
mit etwas, nur mit ein wenig Pathos die Zustände da in einem falschen Licht darzustellen. Da muss ich den Ton abdrehen, weil ich das als nicht nur als Belästigung, sondern auch als Frechheit und auch als Beeinflussung, negative Beeinflussung meiner Gemütslage empfinde. So schlimm ist das. Und ich muss auch immer wieder schon allein aus soziologischen Gründen mich da immer wieder informieren, welche Strömungen da gerade am Werk sind. Jetzt seit einigen Jahrzehnten der berühmte Ruck nach rechts, europaweit, weltweit könnte man sagen, ein ganz eindeutiges Zeichen finsterer Zeiten, die damit zu tun haben, dass die Verständigung, die Kommunikation, die Zusammenhänge, das Interesse in einer völlig falschen Richtung laufen. Und zwar in einer solchen der zivilisatorischen Rückschrittes. Und das ist noch freundlich formuliert. Aber es geht weiter zur nächsten Nummer. Wiederum Mautners Fritz. Man hat mit erkenntnistheoretischen Fragen ein großes Publikum. Wer ein philosophisches Werk liest, will doch schließlich etwas Positives für Kopf und Herz zurückbehalten. Erkenntnistheorie ist wesentlich kritisch, negativ. Zum ersten Satz, kein großes Publikum. Genau, man hat kein großes Publikum. So ist es. Hätte ich jetzt beinahe etwas Falsches gelesen. Und wer ein philosophisches Werk liest, will doch schließlich etwas Positives für Kopf und Herz behalten. Da ist jetzt die Frage, was das Positive ist. Da könnte man von Leuten mit einem philosophischen Interesse erwarten, dass ihnen jede Klarheit, die unter Umständen auch mit Enttäuschung verbunden ist, so ein Positivum darstellt, weil man ja etwas gelernt hat. Und dass Erkenntnistheorie wesentlich kritisch ist, das ist jetzt in Bezug auf die zu Mautners Zeiten und jetzt auch in der Gegenwart kursierende Erkenntnistheorie eher nicht der Fall, sondern die sind durchweg positivistisch. Der Empirismus ist immer noch am Werk, man spricht von empirischen Tatbeständen, so als wären die Sinnesempfindungen 1:1 in Begriffe umsetzbar. Das ist alles Illusion und Wunschdenken, ein Denken in Wissen, Wahrheiten und Erkenntnis, wo es sich lediglich um praktische Funktionen handelt. Und das Negativste an der Erkenntnistheorie ist letztlich das, dass es keine allgemeingültige, wohlgemerkt allgemeingültige Erkenntnis gibt und geben kann. Also die bisherige Erkenntnistheorie, wie man sie bisher kannte, klassisch allgemeingültig, objektivistisch wertneutral, mit der ist es vorbei. Es gibt praktische Erkenntnisse ohne Zweifel, die auch immer wieder mit einem unendlichen Fortschritt zu rechnen haben, weil die einzelnen Menschen die Lebenszeit gar nicht reicht, um sich für mit allem zu beschäftigen, was einen interessiert. Aber das ist auch der wesentliche, ein kleiner logischer Schritt, aber ein großer für die Menschheit, dass es keine allgemeingültige Erkenntnis, Wissen, Wahrheit gibt. Und damit landet das, was bisher unter Logik und Wissenschaft verhandelt wurde, in der Ethik.
Herrschaften, in der Ethik. Es ist ethisch zu rechtfertigen, was alles passiert und nicht anders und nicht mit irgendwelchen Wahrheiten, objektiven Wahrheiten, andere zu überzeugen, objektive Realitäten. Ethisch ist das zu beurteilen und das gilt für das, was in den Zeitungen steht, nicht weniger als für den sogenannten Holocaust. Oder überhaupt, was die ganze Justiz anbelangt. Die Tatsachen, die da verhandelt werden, sind alles Tatsachen zum Zwecke der Verurteilung. Und zu diesem Zweck sind sie auch gut genug und müssen unter den strengsten Kriterien auch überprüft werden, auf Widersprüchlichkeit, auf sogenannte Falschheit oder Wahrheit in dem Sinn, aber nicht mit dem Anspruch, jetzt höhere Wahrheiten als die für die Rechtsprechung benötigt werden, da zu erhalten. Das ist nicht der Fall. Und damit ändert sich auch die Rolle der Autoritäten, die bisher an den vielgerühmten Schalthebeln der Macht sitzen. Das passiert dann unter ganz anderen Bedingungen. Da ist das, was ökonomisch passiert, ethisch zu beurteilen und nicht profitmäßig oder in Bezug auf irgendeinen materiellen Vorteil. Dieser materielle Vorteil ist zu rechtfertigen. Und das sind die Grundbausteine einer zukünftigen Ordnung. Nicht die einer fixen Idee an Neutralität, die angeblich Tatsachen haben können. Und solche Gedanken sind sicher schwer den Normalverbrauchern beizubringen. Aber will man sich nicht in endlose Widersprüche verstricken oder sich nicht auf immer niedrigere Niveaus begeben, sodass jetzt mit geistiges Geschehen überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur mehr der unmittelbare materielle Nutzen ohne irgendeine ethische Beurteilung, sondern mehr oder weniger wer zuerst kommt, mal zuerst so der Schnellere, der gewinnt, nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern überhaupt das wünsche ich in der Zukunft niemanden, aber da wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Generationen der Zukunft das auch gar nicht mehr, gar keine Differenz mehr empfinden, also keinen kritischen Gedanken mehr haben können, sondern das dann einfach als normal empfinden, wie heutzutage alles Mögliche als normal empfunden wird. Das ist das Problem. Die Niveaus, die geistigen Niveaus aufrecht zu erhalten, das ist die schwierigste Aufgabe, die im Moment zu bewerkstelligen ist. Und es gibt sehr wenig Unterstützung dafür. Das ist der Natur der Sache, sage ich, geschuldet, weil jetzt seit mittlerweile 2-3 Generationen da niemand mehr eine Ahnung hat, was überhaupt problematisch sein könnte. Boah, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier schon alles verplaudert habe. Knappe 8 Minuten habe ich noch, um ein paar Nummern noch zu besprechen. 327. Eine wissenschaftliche Klassifikation der Wirklichkeitswelt ist bis heute nicht gelungen und kann nach dem Wesen der Sprache niemals gelingen. Aber eine oberflächliche, populäre Klassifikation, ein vorläufiges System von Fächern und Kasten, ist in jeder Sprache vorhanden. Also einmal diese wissenschaftliche Klassifikation, so nach dem Motto der Bibliothekswissenschaftler, alles worüber irgendein Buch geschrieben wird, das ist es gibt da zwei wesentliche bibliothekarische Systeme, ein europäisches und ein amerikanisches, das eine ist mehr sachbezogen, egal. Diese Klassifikation auch, anderes Modell in der Botanik, da diese und jene Art und in der Biologie, das hier und dieses unterordnen,
und den Axolotl, der weder Fisch noch ein Fisch mit Flügeln ist, da hat man dann, gibt es dann Probleme, wo tun wir den rein? Also der Versuch zu glauben, dieser alte Rationalismus, der eigentlich ein Idealismus, ein Optimismus ist, alles in Schubfächer unterzubringen und das dann noch für Wahrheit zu halten. Es hat ja auch, ist jetzt, dürfte ja mittlerweile jetzt kein Geheimnis mehr sein, dass zu praktischen Zwecken sind diese Klassifikationen umso besser und umso abgewogener und umso ausgeklügelter die sind, desto höheren praktischen Nutzen haben sie auch. Auch mit allem, mit allen Mängeln, die dann dazugehören, dass man dann dieses berühmte EU-Raster mit der Gurke, die dann nicht mehr durchfällt, weil sie krumm ist, die wird dann weggeworfen, obwohl es in der Genießbarkeit überhaupt kein Mangel ist und auch die gängigen Schälgeräte bewältigen da jede Kurve. Alle Probleme, die solche Klassifikationen auch mit sich bringen, es ist alles eine praktische Frage und deswegen ethisch zu beurteilen. Bloß jetzt eine objektive Realität ist mit einer solchen zu tun zu haben, das kann man vergessen und sollte besser am besten schnellstmöglich vergessen werden. Und alle Leute, die von irgendjemandem eine solche Realität vorgekaut oder vorgeplappert bekommen, warne ich davor, ihre Glaubwürdigkeit daran zu verschwenden. So, und dann geht's weiter mit der Nummer 328. Wieder Fritz Mautner. Es kommt dann zu einer Revolution im Kindergehirn. Das Kind hat erfahren, dass die hörbaren Töne aus dem Mund der Mutter immer ein Ding bedeuten. Es fängt an, mit Bewusstsein und schnell sprechen zu lernen. Dieses Geschehen, dieser Umstand kann auch nicht viel genug gewürdigt werden. Diese Revolution im Kindergehirn, die Geburt des Geistes sozusagen, gibt es einen sehr schönen Film über die taubstumme Helen Keller und ihre Lehrerin, dargestellt von Anne Bancroft, genau, Schwarz-Weiß-Film, zu diesem Thema. Und wenn man sich das bewusst macht, was für ein Wunder das eigentlich ist, dass Menschen denken können, dass es sowas wie einen Geist, einen Verstand gibt, dann das mitzuverfolgen, was mit diesem Verstand in den herrschenden Erziehungssystemen passiert, in den Schulen, dass in der Regel mit 10 Jahren 50% der Jugendlichen die Lust am Lernen verloren haben, spätestens dann, weil der Stoff so gestaltet ist, dass er nichts dazu beiträgt, eine Person zu bilden, sich eine Weltanschauung zu bilden, eine Urteilskraft auszubilden, weil die Zusammenhänge alle so brüchig sind, wenn man nur mit seinem kindlichen, natürlichen Interesse weiterfragt, stößt man immer wieder an Grenzen und Widersprüche, sodass es nur ganz wenigen gelingt, sich daraus zu befreien und sozusagen in Eigenregie und autodidaktisch sich einen Weg aus diesem Gewirr von Unklarheiten zu bahnen, wie das zum Beispiel mir gelungen ist, aber sonst nicht vielen.
kann man wahrscheinlich an 100.000 Händen abzählen, die Leute, die mit ihrem Geist über diesen üblichen Sums an Wissen, Wahrheit und Erkenntnis erhoben haben. Die nächste Nummer, vor den Pforten der Wahrheit, ja, die machen wir noch. Eine Zeit für die Nummer 69, Folge 69 ist zu eben gekommen. Vor den Pforten der Wahrheit ist Kant stehen geblieben und auch Fritz Mautner, würde ich mal sagen, also den Pforten dieser Wahrheit, vor denen Kant stehen geblieben ist, ist auch ein Fritz Mautner stehen geblieben, weil er sich mit den Herrschenden nicht allzu verderben wollte. Dafür spricht zum Beispiel sein Streit mit Gustav Landauer über die Beteiligung Deutschlands am Ersten Weltkrieg. Das muss man auch in Bezug auf seine Ansichten feststellen. Da hat er sich dann irgendwo in den Taoismus verzogen und ins Nichtwissen und ins Sein des Nichtseins und derlei Trara. Aber nun gut, Kant stehen geblieben, die Sprachkritik allein kann diese Pforten aufschließen und mit lächelnder Resignation zeigen, dass sie aus der Welt und dem Denken hinaus ins Leere führen. Ist keine so große Sache, dieses ins Leere führen ist immer noch in Bezug auf eine objektivistische Welt, sicher. Aber sobald ich von der Sprache und vom Denken auch nicht mehr erwarte, als nützlich zu sein, und dann kommt es letztlich auf die Wertvorstellungen an, in Bezug auf welche dieses Denken dann nützlich ist. Das heißt, denen am besten zur Geltung verhilft. Nebenbei gesagt, ich war auch lang der Meinung, dass Kant mit Sprachkritik weniger was zu tun hat und auch mit Psychologie. Musste dieses Urteil dann aber etwas abmildern. Es ist nicht ganz falsch, aber man kann Kant auch und sein Verhältnis zu den Kategorien auch so verstehen, sein Verhältnis zum Begriff und das, was er da mit Anschauung und Begriff da untersucht hat, auch in einem sprachkritischen Sinn verstehen. Also so ist es nicht. Und jetzt nochmal zurück zu Mautner. Die Sprachkritik allein kann diese Pforten aufschließen und mit lächelnder Resignation. Also das war auch unter anderem diese Differenzen dann zu Mautner, die mich schließlich letztlich, nicht ausschließlich, aber dann doch dazu bewogen haben, die Webseite umzufirmieren und die Mautner Gesellschaft mehr oder weniger nach diversen Unstimmigkeiten sowieso dann zu Grabe tragen, will man sagen. Also heutzutage ist das sowieso nicht möglich, wenn etwas im Netz steht. Und das ist auch gut so, aber die Gleichsatz.de-Seiten sind um einiges, also allein die Entwicklung jetzt seit 30 Jahren, da ist ein ziemlicher Unterschied. Jetzt mit der letzten Version, die gibt es ja alle in den Internet-Archives immer jahreweise herunterzuladen, was da an Denkwegen vorgezeichnet ist durch die HTML möglichen Linkverknüpfungen, das hat es ja bisher auch noch nie gegeben. Da kann gezielt nach bestimmten Verlinkungen gesucht werden. Also was da alles noch auf Halde liegt, möchte ich sagen, das ist jetzt mit den ersten Anfängen der Mautner-Gesellschaft nicht mehr, Seiten der Mautner-Gesellschaft nicht mehr zu vergleichen. Meine Zeit ist um Gottes Willen, aber das muss ich jetzt noch sagen. Diese Pforten der Wahrheit gibt es bei Mautner nicht, das ist Trara, und lächelnde Resignation, die kann er sich auch irgendwo hinschieben, weil dafür besteht überhaupt kein Grund, wenn, wie gesagt, die Sprache als praktisch nützlich verstanden wird und nicht als der große Hebel zu den ewigen Wahrheiten. Das ist sowieso Blödsinn.
Also ist hier dieses Lamento von Mautner völlig fehl am Platz. So, das war's aber. Peace und out. Hier. Eine Folge geht noch und eine zweite wird man sehen. Muss ich mal sehen, ob ich dann hier noch länger mache, damit ich nicht am Schluss die letzte Folge für 5 Minuten übrig habe. Außerdem muss ich sie schnell bewegen. Ich habe gesehen, dass ihr schnell reagiert. Solche Leute suchen mich.